Ach komm, willst du mich verarschen? Leck mich. Drecksspiel. Dreckiges Drecksspiel. Dann behalt deinen Mist. Ganz ehrlich, behalt deinen Scheiß. Ist mir egal. Leck mich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Im Livestream entstanden und für dich zusammengeschnitten. Likes und Kommentare nehme ich gerne mit. Und jetzt wünsche ich viel Spaß. So. Ho! Unsere kleinen Mutantenfreunde. Au, ah, ah, au, ah! Ich wusste nicht, dass das Drüberlaufen über Mutantenfreunde Radioaktivität erzeugt oder was auch immer. Gut. Haben wir hier eigentlich noch was eingelagert? Oh. Ja, das. Das wollte ich jetzt. Oh, jetzt kann ich es hier natürlich nicht mal aufstellen, ne? Muss ich jetzt rausgehen. So. Jetzt. Ich wollte nur gucken, ob da was drin ist noch. Nee, ist nichts mehr drin. Okay. Gut, eine Quest, denke ich mal, nehmen wir noch mit für morgen dann. Heute werden wir keine mehr machen jetzt in diesem, an diesem wunderschönen 27. Tag. You don't spend it all in one place. But if you do, just make sure it's here. Geschmiedeter Stahl oder Zement? Ich nehme den Zement, glaube ich. Oh, und wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben Belohnungsstufe 3 abgeschlossen. Und dafür gibt es eine Sicherheitskamera, Zeit zu einer Fernkamera. Ich nehme mal das Dartfallenpaket. Wahrscheinlich die schlechteste Wahl. Aber ist egal. Das ist okay. So, kurz mal zack. Und hier brauchen wir ja, glaube ich, nicht schauen. Ne? Die hat ja nicht das da, was ich gern hätte. Nämlich die wunderbare Chemiestation. Chemie. Die Sau. Und sonst sehe ich nichts, was ich bräuchte. Nö. Ist alles so. Sie hat Outfits. Melasse. Ah, das brauchen wir alles nicht. Das hilft uns nichts. Thanks for letting me take care of you. Gut, wir gehen heim. And be sure to tell your friends. Dadurch, dass wir jetzt die Stufe 3 abgeschlossen haben, müsste es eigentlich jetzt Richtung Dings gehen, oder? Richtung normales Motorrad. Das wäre mega. Wenn wir das jetzt endlich schaffen würden. So. Lagern, lagern, lagern. Gut. Ah, wie schön unser Garten aussieht, oder? Da gehe ich direkt mal mit dem Messer durch. Mega. Oh, geil. Einmal komplett durchzwiebeln. Ah, hier noch nicht. Hier, noch nicht ganz komplett, aber fast komplett. Die Kürbispflanze, ist die durch? Wahrscheinlich, ne? Jawohl, 4 Kürbisse. Geil. Das sind die Pilze.
Sehr schön. Ich frage mich, warum die hier so Einschnitte haben. Ich war das nicht mit meinem Messer, ich schwör's. Oh, wir haben so viele Yucca-Früchte bekommen. Wahnsinn, ne? Na, da baue ich sogar ein bisschen Hopfen jetzt an. Das kann ich mir leisten. Ha, schön. Geil. Ja, das läuft doch. So, Hopfen. Und Malz, Gott erhalt's. Kann man da... Nee, brauchen wir 5 Kürbisse. Okay, kann man hier noch... Yucca-Samen? Ja. Machen wir nochmal 5 Yucca-Samen. Fertigen. Und hier... Kartoffelsaat. Eine Kartoffelsaat. Ja, die Samen-Drops, die waren... jetzt nicht so Premium, finde ich. Aber ist okay. Ja, kann nicht immer gut laufen. So, aber unser Gärtchen ist wieder befüllt. Und sieht fantastisch aus. So wie immer. Ne? So. Sonst haben wir ja nichts mehr auf der Samenbank, was uns das bringt. Und den Kladderadatsch hauen wir einfach hier rein. Ah, Dings haben wir auch gar nicht bekommen, ne? Heidelbeersamen. Okay, da müssen wir fast nochmal... Nein, wir müssen sowieso. Warte, wir bauen uns eh nochmal. Wir bauen uns nochmal ein paar Beeteblöcke. Ach, Lehmboden. Ich hasse es. So. 14 Stück. So, und dann schauen wir hier mal rein. Ups. Öffnen. Was haben wir da drinnen? Eine Druckplatte, Dartfallen und Eisendarts. Oh, okay. Das heißt, wir können... Oh, nice. Hey, Stahlwerkzeugenqualität 5. Das ist gar nicht so schlecht. Und ein Fahrzeug-Brennstoffsparer-Mod. Okay. Das ist geil. So, das heißt, ich möchte mal gucken, können wir dann für die Horde nach quasi hier so eine Pfeilfalle hinsetzen, wenn wir das jetzt hier so machen. Au. Setze ich hier das Teil da drauf. Au. Ja nun, ne? Kann ich die wieder mitnehmen? Ja. Kann ich. Dauert nur ein bisschen. Das Ding ist ja perfekt gelandet. Hör mal. Ah, das ist geiles Zeug drin. Holy moly. So. Dart, Falle, Juche. Also, mein Gedanke ist... Warte mal. Wie soll das jetzt mit der Druckfalle funktionieren? Mit der Druckplatte. Das heißt, ich... ja, wenn ich sie jetzt dahin, da reinschmeiß, dann wird nichts passieren, ne? Aber wenn ich das jetzt hier so hinklatsche... Na, wahrscheinlich müssen wir... Ich höre gerade so ganz komische Geräusche auf meinen Öhrchen, jetzt sag's euch. Das sind komische Geräusche, ich möchte nicht wissen, was das ist. Ich habe so das Gefühl, diese Dartfalle wird uns in der aktuellen Basis nicht viel bringen.
Das heißt, ich glaube, wir lassen das. Aber ich möchte es gern testen. Ich mache das jetzt einmal mal. Ich stelle es einmal mal hier so hin. Zack. Ich nehme mal an, Druckplatte daneben, oder? Dann haue ich da jetzt hier diese Eisendart-Ding rein. Okay, das hat nicht funktioniert. Muss ich mich da draufstellen vielleicht? Auch nicht. Okay, dann weiß ich es auch nicht. Strom, Strom möchte der feine Herr. Ja gut, den kann ich eh nicht bieten. Strom, da bin ich raus. Okay, also bei Strom bin ich raus. Leute, da ist nichts mit Strom. Ja, wir sind hier noch in der Steinzeit. Gibt keinen Strom. Wäre noch schöner, hier mit Strom auch noch ankommen. Als ob ich mir das... Apropos Schalter und mechanische Teile, ne? Wahnsinn. So, aber nee. Strom ist nicht. Gibt keinen Strom. Schelle kannst du haben. Aber Strom gibt's keinen. So. Ich kann dir eine klatschen, aber Strom, du... Nee. Feinstes Wetter wieder. Das Motorrad schluckt schon genug, richtig. Genau das. So. Und wir wurden ja, ich möchte anmerken, wir wurden um die Chemiestation betrogen vom Spiel, ne? Darf man auch nicht vergessen. Wir wurden betrogen. Ja, es war Betrug. Aber sowas von Betrug. So, hier haben wir auch noch die Pfeilchen. Und das Eisen zum Scheißen. Gut. Das ist, glaube ich, noch Verkaufszeug, ne? Nehmen wir mit. Oh, das ist gerade echt stimmig hier. Ich habe den Betrug sogar noch auf YouTube geklippt. Ich habe es gesehen. Ja. Das ist einfach dreist vom Spiel. Dass man uns hier um den Fortschritt brachte. Na, scheinbar ist es so, dass... Also wahrscheinlich, garantiert, denke ich mal, ist es so, dass die... dass sie irgendwie dazwischen mal resetten und nicht direkt nach der Hodennacht oder so. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall sehr blöd und sehr ärgerlich. Sag mal, wo ist das Viech denn? Ach, da. Ja, gut. Ja, da liegt ein Täschchen. Die Frage ist nur, kommen wir da hin? Bang. Schwierig. Boah, ist das schwierig. Ja, warte. Können
ist doch bestimmt. Siehst du, da hat der Abendstruktur. Ach so, da ist das Ding. Haha. Naja. Ach komm, willst du mich verarschen? Leck mich. Drecksspiel. Dreckiges Drecksspiel. Dann behalt deinen Mist. Ganz ehrlich, behalt deinen Scheiß. Ist mir egal. Leck mich. Leck mich. Kackspiel. So. Jetzt ist es gesagt worden. Ganz ehrlich, so eine Scheiße, ey. Ich baue doch jetzt nicht die Stahlfalle ab. Nur weil es sonst nicht lootbar ist. Leck mich. Leck mich, ich geh questen. Was? Oh, ich habe vergessen, eine Quest anzunehmen. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Das Drecksspiel ist schuld. Was ist denn das für ein Monsterhütchen? Oh, Geheimnisvorräte, das ist halt so eine Mystery Box, da freue ich mich. Wenn ich die krieg. Ist bestimmt nur wieder Mist drin, aber hey, trotzdem geil. Mystery Lootboxen sind das Beste. Es ist immer Scam, aber es ist trotzdem cool. Es geht um den Nervenkitzel, der mit diesen Lootboxen verbunden ist. Mist, aber Mystery, genau. Sag ich doch Mist. Sag ich doch Mist. Sonst noch was? Nee, nur Mist, siehst du? Aber der Nervenkitzel, der war's. Der Nervenkitzel, der hat's ausgemacht. Es war schön, diesen Nervenkitzel zu spüren. In diesem Sinne, ich muss was trinken, also trinken wir eine Runde Mega Crush. Ja! So. You're back. What can I looking for a little pain relief? Mega Crush. Oh, ich glaube, ich hätte da die Mod vorher rausnehmen sollen. Naja, egal. Ist nicht wild. Finden wir wieder. Thank you so much. Hey, come again. So, gib mir eine Quest. 350 Meter, fantastisch. Meins, 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 meins. Es gibt nicht zu dangerous, meins.